Hallo zusammen, willkommen bei Cubiculum, eurem Bettenfachgeschäft im Rheinland. Ja, heute möchte ich euch ein zukunftsfähiges Bett zeigen. Es geht um ein Bett, was ich sowohl im normalen Alltag nutzen kann, was aber auch später im Alter speziell für die Pflege zum Beispiel geeignet ist. Und wie das aussieht, das zeige ich euch jetzt. Hinter mir steht so ein Bett, recht modern. Es sieht erstmal recht unscheinbar aus. Schöne gerade Linienführung im Kopfteil, skandinavischer Stil. Das Bett ist ein Wolf im Schafspelz. Es kann nämlich noch viel, viel mehr. Und was das kann, das zeige ich euch jetzt. Ich fange an mit einer motorischen Verstellbarkeit. Und hier sehen wir direkt das erste Beispiel bei dieser motorischen Verstellbarkeit. Ich lege mich direkt mal hin. Das ist dieser Nachttisch. Eine absolute Neuheit, die mich fasziniert hat. Ein Nachttisch, der sich bewegt, der nach vorne kommt, der immer in Höhe meiner Hüfte bleibt. Weil wenn ich mich jetzt hochstelle, wie jetzt gerade, habe ich so zu meiner Rechten noch die Möglichkeit, Dinge abzulegen und etwas anzugreifen. Normalerweise wäre der Nachttisch in meinem Rücken. Der Nachttisch kann natürlich noch viel mehr. Der Nachttisch hat auch eine schöne Beleuchtung, die wir hier integriert haben. Hier sehen wir das jetzt einmal. Hier diese LED-Beleuchtung, die ich dann auch entsprechend schwenken kann und einstellen kann. Ich habe darüber hinaus, ich fahre ihn mal, den kann man auch wieder nach hinten fahren und wieder rückwärts fahren. Ich habe darüber hinaus noch eine Untergrundbeleuchtung unter dem Bett, sodass, wenn ich nachts mal auf Toilette muss, ich meinen Weg wieder zurück ins Schlafzimmer finde. Ja, und der Clou bei diesem Bett, ich sagte ja, zukunftsfähiges Bett, ist, dass ich jetzt hier neben der normalen Motorik, die der ein oder andere schon kennt, auch die Höhe verstellen kann. Das heißt, ich kann mir hier sowohl die Aufstehhöhe nochmal verändern, sodass ich leichter aus dem Bett rauskomme. Ich kann das Bett aber auch für die Pflege nutzen, sodass die pflegende Person ergonomisch mit mir arbeiten kann. Ich fasse jetzt mal ganz nach oben. Wir kommen bis auf 90 cm, sodass ich dann entsprechend in der richtigen Höhe gelagert bin. Ich fasse jetzt mal weiter hoch. Also man sieht jetzt, kommt immer weiter vom Boden weg. Sind wir fast angekommen. Ja, und wer jetzt glaubt, wir wären am Ende, der hat sich getäuscht. Ich sagte ja, ein Wolf im Schafspelz. Das heißt, das Bett kann ich jetzt nochmal verändern. Und zwar kann ich das Bett in eine komplette Schräglage geben. Ihr seht jetzt, wie sich meine Fersen langsam absenken. Das Bett ist jetzt komplett schräg, von hinten nach vorne. Und ich komme dadurch in eine sitzende Position. Das heißt, ich komme jetzt immer weiter nach unten. Mein Rücken ist jetzt auch fast gerade. Ich kann die Beine noch ein bisschen ausstützen, das fehlt hier noch. Und dadurch sitze ich nachher wie auf einem Stuhl im rechten Winkel in diesem Bett und meine Rückenmuskulatur kann entspannen. Jetzt merkt man das, ich komme jetzt, stütze jetzt nochmal die Knie aus. So, jetzt sind wir nämlich fast an dem Punkt. Und ich habe jetzt überhaupt keine Belastung, keine Spannung mehr in meinem Rückenmuskel. Das heißt, ich kann auch über längere Zeit gerade ausschauen, Fernseh schauen, sonst was. Mein Rückenmuskel wird nicht strapaziert. Ja, das ist ein sogenanntes zukunftsfähiges Bett. Ich glaube, der ein oder andere von euch hat das bestimmt noch nicht kennengelernt. Und wenn ich jetzt natürlich nach Hause kommen möchte oder nach Hause kommen ist gut, ins Bett zum Schlafen gehen möchte, dann drücke ich auch wieder nur eine Taste und innerhalb von Sekunden kommt das ganze Bett dann wieder in die Nullposition zurück. So sieht das Ganze aus. Das Bett gibt es noch in vielen anderen Ausführungen, anderen Holzarten, auch in Stoff mit verschiedenen Kopfteilen. Zukunftsfähiges Bett zu sehen hier bei Cubiculum im Rheinland bei eurem Schlafexperten.